Moin Buschhandwerker, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um 18 grundlegende Bushcraft-Messertechniken, die du gebrauchen kannst, wenn du draußen in der Natur unterwegs bist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Als erstes möchte ich mal mit dir ein paar grundlegende Methoden und Verhaltenshinweise durchsprechen, die du beachten solltest, wenn du mit deinem Messer in der Natur arbeitest. Das erste ist, du siehst mich hier schon sitzen, keine Eile beim Arbeiten mit einem Messer, mit einer Axt, generell mit Werkzeug einfach. Lass dir Zeit, hetz dich nicht. Umso schneller du arbeitest, umso mehr Fehler machst du, umso unsauberer wird deine Arbeit. Deswegen einfach schön ruhig, konzentriert arbeiten und dann kannst du auch fast jede Verletzung vermeiden. So, der nächste wichtige Punkt. Es kommt nicht auf die Größe an. Jedes Bushcraft-Messer hat seinen speziellen Einsatzzweck, für den es perfekt ist. Auch die beiden Messer hier unterscheiden sich zum Beispiel in ihrer Bauart, in ihrem Gewicht, in ihrer Länge und Dicke extrem. Trotzdem sind beide sehr gut geeignet, um eben in ihrem speziellen Einsatzgebiet verwendet zu werden. Das Puma IP Savage ist ein schöner Allrounder mit auch guten Hackfähigkeiten zum Beispiel. Und das Minitac Bowie Halsmesser von Cold Steel ist perfekt, um auch feine Schnitzarbeiten zu erledigen, wie zum Beispiel Löcher bohren in dünne Äste, Kerben fein ausschnitzen und ist eben in diesem Gebiet zum Beispiel besser als das Savage. Das heißt, es gibt nicht das eine Messer, sondern es gibt Spezialisten, die auf ihrem Gebiet perfekt sind. Wie ziehe ich mein Messer richtig aus der Lederscheide? Ich möchte hier einmal kurz zwei Beispiele zeigen, einmal wie es richtig geht und einmal wie es falsch geht. Wir nehmen also, um es richtig zu machen, die Hand, mit der wir die Lederscheide festhalten, ans untere Ende, halten da fest und ziehen dann einfach unser Messer raus, ganz normal. Man könnte auch auf die Idee kommen, die Hand einfach oben hinzusetzen und dann rauszuziehen. Hierbei kann es dann aber eben passieren, dass wenn die Klinge aus der Scheide rausgleitet, dass dann die Hand genau im Weg ist und man sich eben ordentlich in den Finger schneidet. Vor allem bei Lederscheiden, wo vielleicht das Messer so festgehalten wird, dass es einen kleinen Ruck gibt, mit dem das Messer dann rausrutscht. Genau. Hier möchte ich jetzt noch zeigen, wie man ein Messer richtig übergibt. Du siehst schon, wenn ich dir das jetzt so hinhalte, wirkt das ein bisschen komisch. Einfach den Griff nach vorne klappen und dem gegenüber den Griff hinhalten. Das ist wesentlich angenehmer, als in die Klinge greifen zu müssen. Wie nimmt man so ein Messer eigentlich richtig in die Hand? Der wohl am weitesten verbreitetste Griff ist wohl der Hammergriff oder auch Sicherheitsgriff genannt. Dabei umschließt du mit allen Fingern den Messergriff und sicherst mit deinem Daumen sozusagen noch ab. Und den gibt es auch andersrum. Diesen speziellen Griff brauchen wir später noch für den Brusthebel. Aber in dieser Art und Weise greifst du dein Messer eigentlich bei fast allen Arbeiten, die du damit verrichtest. Weiteres wichtiges Thema. Wenn du mit deinem Messer fertig bist, also wenn du deine Schnitzarbeit verrichtet hast und möchtest jetzt die Position wechseln, willst woanders hingehen, willst Material suchen, zurück zum Lager, was auch immer. Bevor du dich bewegst, nachdem du geschnitzt hast, packst du dein Messer immer wieder in die Scheide zurück. Das heißt, du läufst niemals mit dem Messer in der Hand. Denn wahrscheinlich traust du dir selbst auch zu, dass du normal laufen kannst, ohne hinzufallen. Aber auf dem Waldboden gibt es eben Stolperfallen, die du im Zweifelsfall nicht kommen siehst. Deswegen Messer immer zurück in die Scheide. Der nächste Punkt kommt wahrscheinlich in jedem einzelnen Video vor, was Messertechniken behandelt, aber er ist auch einfach unheimlich wichtig. Beim Arbeiten mit einer scharfen Klinge darfst du niemals in einem Bereich arbeiten, in den du abrutschen könntest und dir dann in den Oberschenkel schneidest. Denn in der Oberschenkelinnenseite, du hast gerade eben schon gesehen, den Ort, den ich angedeutet habe, verläuft die Beckenarterie. Das ist quasi die Hauptschlagader deines Beins. Und wenn du da reinschneidest, dann verblutest du schneller, als du gucken kannst. Deswegen, wenn du zwischen den Beinen schneidest, du hast gerade eben schon gesehen, du kannst auch außerhalb der Beine schneiden, dann hast du überhaupt keine Gefahr. Oder du machst eben die Beine schön breit, gehst tief runter und kannst dann weiter unten arbeiten, ohne die Gefahr, dass du dir dann in den Oberschenkel schneidest. Es kann immer noch passieren, dass du dann in den Fuß schneidest, mit der Gefahr musst du dann leben, aber die Gefahr ist eben einfach vom Oberschenkel weg. Den Bereich nennt man übrigens auch Todesdreieck. Du siehst ja hier die Knie und die Schenkel bilden so ein Dreieck und das wird eben als Todesdreieck bezeichnet, weil es eben wirklich ein gefährlicher Bereich ist. Dann natürlich auch niemals in die eigene Richtung arbeiten, das heißt niemals zur Hand hinschnitzen. Man weiß einfach nie beim Holz, wo man abrutschen kann. Wenn du hängen bleibst, baust du zu viel Kraft auf, rutschst ab und schneidest dir in die Hand. Das kann man sich einfach sparen, deswegen weg vom Körper, weg vom Schenkel. Wichtiges Thema beim Bushcraft generell, denke ich, wird ein bisschen zu selten angesprochen und auch von vielen Leuten stark vernachlässigt, Erste Hilfe.
Wenn du weißt, du gehst in den Wald, du nimmst dein Messer mit, du nimmst deine Axt mit, dann pack dir auf jeden Fall auch ein kleines Erste-Hilfe-Set ein. Das muss gar nicht groß sein. Du siehst hier, ich habe das in so einer kleinen branded Kompakt-Modetasche. Die nimmt kaum Platz weg. Die habe ich einfach vorne an meinen Sabotage Jäger S dran gemacht. Und dann bin ich im Endeffekt im Notfall erstmal erst versorgt quasi. Pack dir sowas einfach ein, nicht nur für dich, auch um anderen zu helfen. Gerade wenn du mit scharfen Gegenständen arbeitest, ist sowas einfach wichtig. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommt hier mal die erste richtige Schnitztechnik nach den ganzen grundlegenden Methoden. Und zwar ist das hier der Kniehebel. Du siehst schon, Kniehebel deswegen, du kennst vielleicht den Brusthebel, der kommt auch noch, weil wir hier das Knie einsetzen, um unser Messer zu fixieren und dann diesen Hebelpunkt haben, über den wir eben sehr viel Kraft aufwenden können. Du setzt den Klingenrücken also einfach gegen dein Knie, hältst es mit der Hand schön fest und kannst dann zum einen mit dem Knie nach vorne drücken und zum anderen mit der anderen Hand das Holz nach hinten ziehen. Und dadurch baut man eben eine unwahrscheinliche Kraft auf und kann viel kontrollierter eben das Holz abtragen, als wenn du es einfach mit der Hand halten würdest, alleine das Messer. Und ich kann dir auf jeden Fall die Technik nur mal empfehlen, auszuprobieren. Ich finde sie sogar besser als den Brusthebel. Man hat einfach nochmal mehr Kontrolle. Das Messer ist nochmal ruhiger. Man zieht nicht in zwei Richtungen, sondern nur in eine und kann eben in schneller Zeit wirklich sehr viel Material abtragen. So ganz ähnlich zu dem Kniehebel ist eben auch der Brusthebel. Dafür verwenden wir den Hammergriff, den Sicherheitsgriff mit der Klinge diesmal zu uns zeigend, mit der Schneide. Setzen das Ganze dann genau so auf die Brust, legen das Holz dagegen und können dann, indem wir die Schulterblätter zusammenziehen, eben die großen Rückenmuskeln einsetzen, um die Kraft von der Klinge aufs Holz zu übertragen. Du siehst, da fliegen ja auch schon ordentlich die Fetzen. Und es ist eben eine gute Methode, um ja, viel Material auch in kurzer Zeit abzutragen. Man hat eben bei diesen Methoden, bei denen das Messer ein bisschen fixierter ist und die Kraft nicht aus dem Handgelenk und dem Ellenbogen kommen muss, hat man eben einfach bessere Kontrolle und auch wesentlich mehr Kraft. Die nächste Technik hat keinen genauen Namen. Es geht einfach darum, den Arm lang zu lassen beim Schnitzen. Du arbeitest hier zum Beispiel im Stehen, lässt sich aber auch im Sitzen gut umsetzen. Du lässt den Arm gerade, streckst also deinen Ellenbogen durch, hältst dein Handgelenk schön stabil und kannst dann durch Beugen deines Rumpfes und Runterdrücken der Schulter eben das Material abtragen und musst dadurch halt nicht so viel aus dem Trizeps arbeiten oder aus dem Handgelenk. Dadurch kannst du halt auch effizienter arbeiten, kraftsparender arbeiten, bringst mehr Kraft aufs Holz und trägst dadurch auch mehr Material ab. Verfolgt quasi dasselbe Prinzip wie die anderen Methoden auch, das Messer ein bisschen mehr zu fixieren und die Kraftaufwendung aus dem Arm ein bisschen rauszuholen, weil das eben ja mit der schwächste Muskel ist, den wir im Körper haben. Und Rumpf- und Beinmuskulatur sind halt oft einfach viel stärker. So, wir stellen uns folgende Situation vor. Du möchtest im Wald ein Feuer anzünden. Was hilft dir beim Feuer anzünden? Auf jeden Fall Feathersticks. Also diese kleinen Stöckchen, die du quasi zu so einer Art Feder ausgeschnitzt hast. Woraus macht man die am besten? Ja, am besten aus Kernholz. Und wie kommt man an Kernholz? Du musst Holz spalten. Wenn du jetzt aber keine Säge und keine Axt zur Verfügung hast, dann musst du dein Messer zur Hand nehmen. Und du siehst hier schon, wie man das am besten angeht. Du nimmst dir einen ordentlichen Knüppel, mit dem du dann dein Messer eben ins Holz eintreiben kannst, weil du dadurch eben viel effizienter, viel kraftsparender und schneller wesentlich tiefer ins Holz kommst. Und dann arbeitest du hier einfach so eine V-Kerbe aus. Ganz simpel, einfach das Messer schräg ansetzen, immer von zwei Seiten und dann das, was du vorher eingeschnitzt hast, wieder abtragen. Und so kommst du relativ schnell voran. Das geht jetzt hier bei mir ziemlich flott, weil es ein sehr weicher, morscher Stamm ist. Bei einem härteren Holz wird das noch ein bisschen länger dauern. Wenn du die eine Kerbe ausgearbeitet hast, dann drehst du deinen Stamm einfach um. Machst das gleiche nochmal von der anderen Seite. Entweder bricht der Stamm dann schon direkt oder du kannst ihn einfach auch nehmen, wenn du es nicht ganz durcharbeiten möchtest, auf eine Kante schlagen mit Kraft und dann bricht er eigentlich auch fast immer sofort, weil dann eben da natürlich eine ziemlich schwache Stelle entstanden ist. Und jetzt hast du dein Holz gespalten und kannst im nächsten Schritt dann zum Betonen übergehen. So, falls du dich in irgendeiner Weise schon mal mit Bushcraft beschäftigt hast, dann wirst du die Technik Betonen wahrscheinlich kennen. Dabei geht es einfach darum, mit dem Messer und einem Knüppel Holz zu spalten, wenn man zum Beispiel jetzt keine Axt zur Verfügung hat oder weil man vielleicht auch ein bisschen kontrollierter, ein bisschen sauberer arbeiten will, vielleicht wenn du kleinere Stücke hast, für die du jetzt nicht unbedingt deine große Axt brauchst. Dann setzt du dein Messer einfach oben an, stellst das Holz also erstmal hochkant auf eine stabile Unterlage, treibst dann mit dem Knüppel, den du dir dann zur Hand nimmst, ich habe jetzt hier meinen Holzhammer, das Messer einfach ein. Du musst halt gucken,
Je nachdem, wie stabil das Holz ist, musst du dann den Messergriff gleichzeitig runterdrücken, weil sobald du vorne auf die Spitze draufschlägst, versucht dein Messer sich hinten wieder rauszudrücken. Das heißt, du drückst dann den Messergriff einfach runter, schlägst dabei kontinuierlich die Klingenspitze nach unten und kommst so eben ziemlich leicht durchs Holz. Wenn da jetzt natürlich Knoten drin sind und sowas, wird es mal ein bisschen schwieriger. Du musst halt darauf achten, dass dein Messer, deine Messerklinge immer länger ist als der Durchmesser von dem, was du natürlich spalten willst. Sonst guckt halt vorne nichts mehr über und du hast nichts, wo du draufhauen kannst. Du kannst aber auch, wenn du jetzt wirklich was Dickeres spalten willst, dein Messer einfach von beiden Seiten jeweils einmal ansetzen, dann reinschlagen, einen Holzkeil in den Schlitz ansetzen und dann den Holzkeil zum Spalten durchs Holz treiben. Funktioniert auch, ist ein bisschen schwieriger. Wenn du jetzt wirklich was Breites spalten musst mit deinem Messer, dann geht das mit so einem Holzkeil zur Not eben auch. So, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, jede Technik, bei der dein Messer fixiert ist, das heißt, du nicht mit deinem Handgelenk und deinem Ellenbogen gegens Holz arbeiten musst, bei diesen Techniken hast du auf jeden Fall wesentlich mehr Kraft und wesentlich mehr Kontrolle. Und ein perfektes Beispiel für dieses Prinzip ist eben auch die hier gezeigte Technik. Das heißt, du kannst dein Messer auch einfach nehmen, in den Hackklotz reinschlagen, also wirklich ordentlich reintreiben, damit es fest sitzt, und dann kannst du mit dem Holz einfach gegen die Klinge arbeiten. Also du nimmst einfach deinen Stock, dein Scheit, was du betont hast, und ziehst es einfach gegen die Klinge. Und dadurch entstehen hier diese wirklich schönen, feinen Locken, die du anders eigentlich fast gar nicht hinkriegen kannst, weil du das Messer einfach nicht so fest und stabil halten kannst, dass du da diese kontinuierlich feinen Stücke schneiden kannst. Also wenn du Feuer machen möchtest und brauchst dafür eben feine Holzspäne, dann ist das wirklich die beste Taktik, um diese Späne, du siehst ja, die sammeln sich alle ganz, ganz fein, säuberlich um die Klinge herum, entsteht so ein kleiner Haufen, und dafür ist die Technik wirklich perfekt geeignet. Was ist der schnellste Weg, um bei einem etwas dickeren Ast eine Spitze hinzubekommen? Ich würde sagen, der schnellste Weg ist, wie hier im Video gezeigt, einfach den Ast auf einen Hackklotz draufstellen und die Spitze einfach mit dem Messer zu hacken. Du könntest sie auch einfach schnitzen, dafür gibt es ja auch verschiedene Techniken, aber meiner Meinung nach ist das zu hacken einfach der schnellste und effizienteste Weg, um eine Spitze zu formen, wenn du beispielsweise einen Ast brauchst, um deinen Windschutz zu befestigen, deinen Tarp aufzuspannen etc. Vorhin habe ich dir ja bereits gezeigt, wie du nur mit deinem Messer einen dicken Ast durchtrennen kannst. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal zeigen an einem dünnen Ast. Den könntest du zum Beispiel auch brechen. Du könntest ihn mit einer Axt mit einem Schlag durchhauen oder du könntest ihn auch mit einer guten Säge innerhalb von wenigen Sekunden durchsägen. Aber wenn du nur dein Messer hast, möchtest du ja vielleicht den Ast nicht brechen, weil dann eine unschöne Stelle entsteht. Jetzt dauert es auch einfach länger, da sich hinzusetzen und eine schöne Kerbe reinzuschnitzen. Deswegen gehst du einfach hin, legst dir den Ast wieder auf deinen Hackklotz und während du mit deinem Messer dann immer mal wieder die Seite wechselnd auf den Ast einschlägst, drehst du den Ast auch immer weiter, um eben rundherum diese Kerbe zu kreieren. Und so ist der Ast auch innerhalb von kürzester Zeit durchtrennt mit einer einigermaßen sauberen Stelle, einigermaßen sauberen Schnittstelle, und du kannst damit weiterarbeiten. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der, bevor er anfängt mit einem Stock zu arbeiten, erstmal die Rinde entfernt, vor allem wenn sie so lose sitzt wie hier. Und was ich dir in diesem Video zeigen möchte, ist eben, dass das auch hervorragend funktioniert, wenn du dafür deinen Klingenrücken zur Hilfe nimmst. Das hat zwei große Vorteile. Zum einen bleibst du an den Astlöchern nicht mehr hängen, weil die sich die Klinge da nicht mehr reinarbeitet. Und du schnitzt auch nichts vom Stock ab, was du vielleicht gar nicht abschnitzen wolltest. Und der Stock bleibt in seiner Form schön so erhalten, wie er vorher war. Und du kannst dann eben genau so weiterarbeiten, wie du es danach eben brauchst. Das war mein Video zum Thema Schnitztechniken und sicheres Verwenden eines Messers. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und dass du bis zum Ende geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen, damit du keins meiner nächsten Videos mehr verpasst. Dann einfach unten in die Beschreibung schauen, da sind natürlich die Links zu den Messern und Produkten, die ich in diesem Video verwendet habe. Die findest du auch in meinem Shop. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.